So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von BMika. Heute wollte ich ein kleines Fazit ziehen zu meinem kleinen Kurzinspektion, die ich hatte. Jetzt schon ein paar Tage her, aber... Bin zu meinem Händler gefahren, musste ja oder wollte ja, dass er mal nach Öl guckt und Kette prüft und so weiter. Und witzigerweise fahre ich da auf dem Hof, bin kaum 2 Minuten da. Da kommt auf einmal der Matti um die Ecke, mit dem ich letztes Jahr auch gefahren bin. Mit seiner CBR 500R in Weiß um die Ecke. Und naja, uns natürlich noch unterhalten. Und dann kam der Mechaniker raus, guckte, sagte, ja, die Kette ist noch gut, müsste gespannt werden. Das Öl wäre auch noch gut. Ich sage, ja, in 1000 Kilometern komme ich sowieso nochmal vorbei. Habe jetzt auch einen Termin am 13. April, 14. April. Wird die 48.000 Inspektion gemacht und naja, dann habe ich aber gesagt, komm, dann macht das gleich. Hat er das Ding natürlich auch mitgenommen in die Werkstatt eben, hat mir die Kette gespannt, wieder eingestellt, hat mir ein bisschen Öl aufgefüllt. Und noch ein, zwei andere Sachen, ich weiß jetzt gar nicht mehr was. Waren eben so Kleinigkeiten, ne? Nachdem wir mal eben geguckt haben, ob alles in Ordnung ist. Naja, und für den Spaß habe ich im Endeffekt 10 Euro bezahlt. Ach ja, als ich dann noch guckte bei meinem Ölschauglas, da fiel dem Matti dann auf, dass eine Schraube fehlt in meiner Verkleidung. Und wie es der Zufall so will, hatte mein Honda-Händler die Schraube tatsächlich auf Lager, obwohl die ja heute eigentlich gar keine Lager mehr haben. Aber genau die Schraube hatte er dann noch auf Lager. Hat mir die da auch noch rangeschraubt, naja, und dann eben das Öl auffüllen und kurz Hand anlegen an meine Kette und so weiter. Habe ich dann eben 10 Euro für bezahlt. Das ist vollkommen im Rahmen gewesen. Naja, und so ist meine Kurzinspektion jetzt gemacht. Und naja, die große Inspektion, die 48.000er, die kommt jetzt die Tage. Werde ich dann auch danach auch nochmal berichten, was da so gemacht wurde. Werden dann nochmal die Ventile eingestellt. So wie es aussieht, brauche ich wohl noch keinen neuen Kettensatz. Allerdings, ich werde jetzt nochmal hinfahren die Tage und nochmal den Hinterreifen prüfen lassen. Ich bin der Meinung, dass der in der Mitte, jetzt durch den Winter kannst du ja nicht viel Schräglage fahren, dass der in der Mitte auch schon wieder so abgefahren ist, dass ich einen neuen Hinterreifen brauche. Tja, und dann muss ich natürlich noch mit dem Chef schnacken, wegen eventueller Inzahlungnahme meines Motorrades. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch genau auf dieser Strecke hier besprochen. Weil ich dir ja in Zahlung geben will und mir dann die 650er holen will. Das habe ich jetzt auch in meinem Kopf so verankert, dass ich tatsächlich die 650er kaufen will und nicht irgendwie eine 1000er oder noch mehr PS, weil 95 oder 100 PS auf der Landstraße reichen sowas von vollkommen aus. Ich habe einige User bei mir auf dem Kanal,
Die machen sogar ein Downgrade. Die haben vorher größere Motorräder gefahren, 80 PS, 100 PS, 90 PS und die meinen, dass sie mit 75 PS mehr als gut bedient sind. Also sich lieber ein kleineres Motorrad wieder kaufen, weil sie meinen, dass ja 80, 90, 100 PS überhaupt nicht Not tut. Ja, ich möchte die ja nun haben, die 100 PS oder 95 dann in dem Fall. Und richtige Supersportler gibt es ja heute sozusagen auch nicht mehr. Die R6 ist ja jetzt auch aus dem Programm genommen worden. Die kann man zwar noch kaufen, aber nur noch für die Rennstrecke. Die CBR 600R, die gibt es auch seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Also die wirklichen Supersportler kannst du dir dann nur noch kaufen als Tausender. Und mit einer Tausender, mit der ich im ersten Gang 140, 160 fahren kann, das macht einfach auf der Landstraße überhaupt keinen Sinn und auch keinen Spaß. Weil so ein Ding kannst du nicht mehr ausfahren auf der Landstraße. Wenn du Glück hast, mal eben auf der Autobahn. Aber für den kurzen Kick einmal auf der Autobahn 300 zu fahren, weiß ich nicht. Den ganzen Unterhalt zu bezahlen und ja, das macht keinen Sinn. Und auch keinen Spaß im Endeffekt. Also habe ich dann beschlossen, ich werde mir die 650er kaufen. Und das werde ich dann mit meinem Chef, mit meinem Händler, also mit dem Chef dann unbedingt mal besprechen müssen. Da bin ich mal gespannt, was er mir dann für meine hier noch gibt, wenn ich die jetzt noch vollkommen fit ihm dann übergebe mit neuem Hinterreifen. TÜV lasse ich dann natürlich auch noch machen. Bin gespannt, was er mir dafür noch gibt. Naja, wir werden sehen. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein zu meinem Kurz. Ja, zu meiner Kurzinspektion. Die Inspektion vor der Inspektion. Und damit, ja, wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und tschüssing!